Die folgende Episode der Denkreisen war ursprünglich als eigene kurze Episode am Anfang meiner Reihe über die Kreuzzüge geplant. Doch das Thema ist so spannend und so faszinierend und uferte so schnell aus, dass ich lieber den Entschluss fasste, ein eigenes Video daraus zu machen, jenseits der Kreuzzugserie. Das Deutungsproblem des Mittelalters scheint weniger historischer, doch mehr philosophischer und soziologischer Natur zu sein. Sollen wir Geschichte und geschichtliche Gestalten nach unseren kulturellen und ethischen Maßstäben behandeln? Oder ist es im Gegenteil wichtig, all diese Menschen ausschließlich im Spiegel ihrer eigenen Zeit zu betrachten? Und dieses Problem ist allgegenwärtig. Es ist eine typische Schieflage von historischen Filmen aus Hollywood. Denn dort braucht das fertige Produkt einen Helden, der tief in unserem Verständnis der Welt angesiedelt ist, der unsere modernen Gedanken reflektiert. Wir müssen uns mit ihm identifizieren können. Doch gleichzeitig soll er innerhalb eines Umfelds operieren, das fremdartig, gefährlich und exotisch sein soll. Was dabei herauskommt, sind vertraute Geschichten, die jedoch tief unhistorisch und anachronistisch sind, denn sie haben wenig zu tun mit der Denkweise und dem sozialen Gefüge der Zeit, in der sie angesiedelt sind. Man könnte sogar weitergehen und sagen, solche Filme sind in gewisser Weise arrogante Fantasien, in denen wir, die Aufgeklärten, posthum unseren Ahnen predigen, wie sie sich hätten verhalten sollen, welche Wertesysteme sie hätten haben sollen. Und wir erreichen es dadurch, indem wir in unsere historischen Romane und Filme Protagonisten einschleusen, die in dieser spezifischen Zeitperiode sehr unwahrscheinlich gewesen wären. Das Ganze lässt sich auf eine simple und doch unglaublich komplizierte Frage herunterbrechen. Verändert sich der Mensch? Sind wir grundsätzlich noch immer dieselben Typen wie Leute vor 600 Jahren, wie Leute vor 3000 Jahren? Oder haben wir uns weiterentwickelt und haben uns durch Bemühungen, Opfer und Erfahrungen Eigenschaften erworben, die so tief in unser Bewusstsein eingeprägt sind, dass wir mit Gewissheit sagen können, wir sind andere Leute als die Menschen im Mittelalter? Und wenn das der Fall wäre, wie werden Menschen in 800 Jahren auf uns blicken? Werden Sie sich ebenfalls in einem Fachdiskurs darüber befinden, ob wir ideologisch verblendete Monster waren, die für ein paar Münzen ihre Großmutter verkauft hätten, oder ob wir doch eher aufgeklärte Humanisten waren, die all die Ungerechtigkeiten dieser Welt verurteilten, aber es irgendwie versäumt haben, dagegen etwas zu unternehmen? Vielleicht müssen wir hierzu einen kleinen Abstecher machen zu einem der größten Konflikte der modernen deutschen Soziologie und Anthropologie. Ich rede von der Fehde zwischen Norbert Elias und Hans-Peter Dürr. Norbert Elias war Deutschlands führender Soziologe, der vor allem durch ein Buch berühmt wurde, das 1939 geschriebene Werk über den Prozess der Zivilisation. Hier beschreibt Elias jene Mechanismen, die zur Zivilisierung einer Gesellschaft führen. Unter dem Begriff Psychogenese erfasst Elias die Fähigkeit des Menschen, von einer feudalen Gesellschaftsform zu einer moderneren, zu einer humaneren Gesellschaft zu streben. Doch der Wandel der Sozialstrukturen geht am Menschen nicht spurlos vorüber. Er ist ein Teil dieser Entwicklung, denn zeitgleich verändert sich seine ganze Persönlichkeitsstruktur. Mit anderen Worten, wir verändern uns nachhaltig und ein Mensch aus dem Mittelalter käme er mittels Zeitmaschine plötzlich in unsere Zeit, hätte massive Probleme zu verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Nach Elias wäre dieser Mensch zum Beispiel in Bezug auf seine Körperlichkeit viel weniger tabuisiert. Hier ein Beispiel, das vermutlich jeder sofort nachempfinden kann. Dieses Bild zeigt eine öffentliche Toilette in der altrömischen Hafenstadt Ostia. Hier saßen römische Patrizier nebeneinander, pissten und schissen und unterhielten sich vermutlich über Politik. Der moderne Mensch täte sich mit einer solchen Gleichgültigkeit sehr schwer. Es wäre ganz schön schwierig, ein so gestaltetes Örtchen in unserer heutigen Zeit salonfähig zu machen. Oder? Vorhang auf für Hans-Peter Dürr. Nicht zu verwechseln mit dem etwas exzentrischen Physiker Hans-Peter Dürr. Sein fünfbändiges Magnum Opus mit dem Titel Der Mythos vom Zivilisationsprozess ist eine Flut aus Gegenbeispielen zu Elias' Theorie. Für Dürr gibt es keinen Zivilisationsprozess. Die soziale Struktur um uns herum mag sich weiterentwickeln, doch unter der Milchhaut sind wir zu jedem Zeitpunkt und auf jedem Kontinent dieselben Leute. Das Verhältnis zu unseren Genitalien und die Art, wie wir Gewalt, Sexualität und Macht leben und ausüben, ist nicht viel anders als in dem Alltagsleben mittelalterlicher Menschen in Worms, Speyer oder Paris. Wir häufen Wissen an, das stimmt. Wir entwickeln uns technologisch weiter und gönnen uns dadurch mehr Bequemlichkeit, mehr Luxus, mehr Privatsphäre. Aber würde man uns die sozialen und technologischen Errungenschaften wegnehmen, würden wir exakt dieselben Leute sein wie die Menschen vor 800 Jahren.
Hier stehen sich ein Soziologe und ein Ethnologe gegenüber. Der eine präsentiert eine allumfassende Systemtheorie, der andere zeigt uns, dass eine jede soziologische These, die versucht, den Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen, früher oder später an ihre Grenzen stoßen muss, da der Mensch in seiner Vielschichtigkeit in Wirklichkeit gar nicht theoretisch beschreibbar ist. Der Mensch hat meistens tausende Anekdoten um sich, die jeder unflexiblen Betrachtung zuwiderlaufen. Und um das Beispiel mit dem römischen WC aufzugreifen, in Wirklichkeit gibt es durchaus viele sehr fortgeschrittene Kulturen um uns herum, die ihre öffentlichen Toiletten genauso handhaben wie die alten Römer. Ich werde natürlich beiden Forschern nicht gerecht, indem ich sie derartig verkürzt im Telegram-Stil wiedergebe. Doch es war mir wichtig zu zeigen, dass dieser kleine Aspekt, wie wir uns selbst und unsere Vorfahren betrachten, ein intellektuelles Schlachtfeld ist, auf dem es schon lange gefochten wird und ein Ende ist nicht abzusehen. Ich kann jedem empfehlen, sich mit beiden Seiten der menschlichen Münze zu befassen, denn beide Forscher Elias und Dürr bringen sehr viele interessante Argumente vor. Die Zukunft wird vielleicht weisen, dass die Frage, ob wir uns in unserer Persönlichkeitsstruktur entwickeln oder immer dieselben sind, nicht wirklich beantwortbar ist. Nur am Rande, das Problem unserer Betrachtung liegt möglicherweise viel tiefer. Wir können nicht zwischen uns und dem Betrachteten, zwischen Subjekt und Objekt ausreichend trennen, um endgültige Aussagen über unsere Vorfahren zu treffen. Zu sehr überlagern unsere eigenen Erfahrungen, unsere moralischen Wertesysteme und unsere Weltsicht im Allgemeinen den Blick auf eine vergangene Epoche. Es ist deshalb relativ schwierig, mit Gewissheit zu sagen, wie es die alten Römer nun wirklich empfunden haben, in Ostia nebeneinander auf dem Abort zu sitzen und sich gegenseitig bei ihren Blähungen zuzuhören. Nur weil etwas auf eine bestimmte Art und Weise gebaut oder eingerichtet worden ist, bedeutet nicht, dass die Menschen dieser Zeit davon einhellig begeistert waren. Da mag es eine Menge Händler, Reisende und Beamte gegeben haben, die abends nach Hause gekommen waren und zur Ehefrau geklagt haben, ich musste heute schon wieder Halt machen, um auf diesem furchtbaren öffentlichen Klo zu sitzen. Können diese Idioten nicht wenigstens einfache Trennwände zwischen den Sitzen aufstellen? Warum spart man denn immer an den falschen Stellen? Ich habe schon mit 3 Ädilen über dieses Thema gesprochen und einem Quästor. Was muss man eigentlich tun, damit in dieser Stadt etwas passiert? Wir wissen es einfach nicht. Solche Details werden eben nur sehr mühsam der zeitgenössischen Literatur und Lyrik entlockt, aus Epigrammen und überlieferten Witzen. Der Historiker Jan Assmann hat mal gesagt, die Vergangenheit wird von der Gegenwart nicht einfach rezipiert, die Vergangenheit wird von der Gegenwart rekonstruiert, modelliert und unter Umständen auch erfunden. Ein Sachverhalt, der auf Mittelalter ebenso zutrifft wie auf das römische Imperium oder das alte Ägypten. Wir können diese Zeiten lediglich in der Spiegelung unserer eigenen Weltsicht erfassen und müssen hierbei versuchen, anhand von verfügbaren Fakten unsere eigenen Irrtümer aufzudecken.